Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir machen unsere Glücks-3-Spitzhacke mit Efficiency. Zack und zack, kostet 6 Level. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir haben ja hier noch ein bisschen Eisen. Dass wir unseren Steinmetz ein bisschen hochtraden können. Und so kriegen wir auch gleich wieder ein paar Level. Ich würde das aber gerne mit der wieder abbauen und wieder hinsetzen. Hier müssen wir dann voll machen. So. Gut, dann bauen wir mal unsere Kohle mal ein bisschen auf. Und dann schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Wie viel Kohle? Ja, wenn wir mal meinen gehen, werden wir die Erze, Kohle und sowas, Eisen, Lapis und die anderen Sachen, alle mit Silktatscher bauen. Weil die stacken sich so besser, weil sonst müsste ich das wieder umcraften. Wir werden jetzt ein bisschen fast einen Stack, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier Glück 3, tun einen knappen Stack Kohle meinen. Mit Forten haben wir dann wiederum mehr Plätze. Die wir verbrauchen, weil jetzt sind wir schon bei anderthalb. So, ja, mit dem Zeug können wir jetzt gut Sachen brennen, aber ich will jetzt unbedingt den erstmal ein bisschen traden. Um mal zu schauen, ob wir ein relativ gutes Schwert bekommen. Ja, gut, Kürbisse. Immer gleich abernten, wenn wir sie sehen. Früher konnte man ja mit Rechtsklick die schnitzen, aber brauchen wir jetzt eine Schere. Aber ich will ja erstmal Emeralds haben. Für unser Schwert. Vielleicht mit einem schönen Diamantschwert. Werden wir sehen. Ein schönes Dia-Schwert. Oh. So, also du tradest immer noch. Jetzt müssten wir auch mit denen sogar Eisen handeln können. Entschuldigung. Also gucken wir mal zur Eisenfarm. Aber was die uns so gibt. Chicken Teriyaki. Jetzt krieg ich Hunger. Nein, jetzt gibt es nichts zu essen, jetzt wird es aufgenommen. So, ich bin ja auch quasi hier ein bisschen in Vorproduktion. Aber jetzt zu jetzigen Standpunkt haben wir 780 Abonnenten. Ihr seid einfach Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Da knacken wir vielleicht doch noch die 800 Abonnenten dieses Jahr. Also für mich wäre es bombastisch. Mein Hauptziel war ja eigentlich 700. Jetzt sind wir schon bei 780. Ihr seid Hammer. Wie schon gesagt, ich bin hier ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich ja meine Zehe gebrochen habe und die auch jetzt hochlegen muss. Das Schöne ist, an meinem Computertisch kann ich meine Zehe hochlegen. Sup. So, dann kommen wir her. Augenklappen, Free Tübi. So, zeig mal, was du jetzt hast. Flint? Ne, dann machen wir lieber das weiter. Okay, müssen wir ein bisschen abwarten. Weil so viel Flint habe ich nicht. Und 32 für einen habe ich auch nicht. So, was gibst du? Ich habe jetzt Kürbisse, Farmer.
Hast du auch? Nee, du tauschst nur Emeralds gegen Essen. Ja, gut, das war klar, dass das nicht klappt. Schaufel, Schaufel. So, was hast du jetzt zu traden für mich? Melonen. Melonen habe ich allerdings noch keinen Samen gefunden, also von daher chillig. Und so, hier noch irgendwas zum Traden drinnen? Nö. Nö und nö. Ja, also die Häuser werden wir hier dann alle Stück für Stück abreißen. So, Augenklappen, Glübi. Bleib mal stehen. Axt. Axt. Mein Pfeilmacher, wo bist du? Ich brauche ein paar Pfeile. Wo ist der Pfeilmacher? Hier nicht. Ja, die Hütten müssen wir abreißen. Dahin beim Bibliothekar, ihr verschwört euch doch, ihr verschwört euch. So, gib mir mal wieder mal ein Stack. Dankeschön. Ich hatte jetzt schon fast gedacht, der kommt jetzt hier rüber. Weil wir brauchen jetzt aktuell bloß noch ein Eisen oder so, um den hochzutrainen auf den nächsten Level. So, da ist er ja quasi jetzt mastered. Und er gibt ein Sharpness 3 Schwert für 21 Emeralds gönnen wir uns. So können wir nämlich besser unsere Silktouch-Spitzhacke wieder hoch machen. Du hast ja unser Featherfalling. Mending. Bräuchten 3. Drei Emeralds. Ja, ich könnte jetzt eigentlich schon mal zur Eisenform gucken, ob da was ist. Wir haben erst 8 Minuten. Schlaf, Kindlein. So, schlafen wir auch nochmal fix. Da holen wir mal jetzt die. Schauen wir mal, wie viel Eisen jetzt da ist. Einfach nur mal schauen. Chip. 6. Na ja, gut, das könnte eigentlich lang. Auch bei 4, wir brauchen ja bloß noch 3. Bücher, Regal, Hammer. Nein, die Golems hier außerhalb lasse ich am Leben. Da. Nee. Ich brauche mein Buch. Und du? Nee, Featherfalling. Mending. Ah, aber ich muss erstmal noch, bitte. Eisen, Emeralds, wir brauchen noch 2 Emeralds.
Dankeschön. Weitermachen. So, du? Nein, du. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir können das Schwert auch gleich noch verzaubern mit Mending. Wenn wir am Schaden ist 3, wenn wir noch Mending drauf machen, passt das. Denke ich mal. Okay, das hat mit den Fehlern am Ende bloß noch Looting. Und vielleicht haben das irgendein noch von den Bibliothekaren, wenn wir die hochgetradet haben. Vielleicht. Ich will jetzt die Kühe noch nicht unbedingt mal interpretieren. Wir gucken mal, wie weit unsere Potatoes sind. Ach, hier haben wir noch Brot. Können wir mitnehmen. Da habe ich heute ja mehr Brote drin. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber jetzt gehen wir wieder zur XP-Farm. Halt. Der Anvil ist hier. Weil Holz haben wir gut. Snacken wir uns nämlich erstmal ein bisschen da am Fußboden weg. Und schau mal, wie ich es mache. Entweder mache ich so ein Karo-Muster oder mir. Und schau mal, wie ich es mache. Entweder mache ich so ein Karo-Muster oder mir. Auf jeden Fall Birke nehme ich und Kirschholz. Oder nur Kirschholz. Wir können es ja mal aus anschauen. Und die Decke. Machen wir dann. Was machen wir als Decke? Machen wir da. Machen wir da Birkenplatten, Birkenplanken hin und dann dazwischen halt noch ein paar Kürbislaternen am Anfang. Aua. Nicht, dass da hier bloß gespawnt ist. Das Fortune hier Moselki. So, nehmen wir mal hier den Boden wieder raus. Hättest du doch vorher schon machen können. Ja, aber. Nö. Nö, nö. Dann setzen wir halt hier mal noch ein paar Fackeln hin. Ja, können wir nehmen gleich mal hier einen ganzen Fußboden raus. Und ich brauche dann für hier Glas. Habe ich Glas noch hier oder habe ich das schon wieder mit rüber geschleppt? Nee, habe ich hier. Das heißt, aber hier muss ich dann komplett Hirschholz hinmachen. Nicht, dass die dann dastehen und wupp. Ja, gut, ein Diamantschwert geht auch noch. Es kommen halt immer wieder ein paar Zombies hier runter. So. Wir können es ja gleich mal machen. Vielleicht mache ich auch bloß ein Zweier. Da sehen wir, ah, die stacken gerade, die müssen jetzt gleich weiterkommen. Dann drückt den einer rüber und zack, sind sie hoch.
Dann sind sie in der Kill Chamber. Ja, den Block hätte ich eigentlich nicht wegnehmen müssen, unbedingt. Schaufel habe ich auch hier. So, krabbeln wir mal weiter alles hier ab. Ja doch, Kirschholz hier als Fußboden. Sieht doch relativ schön aus. Vor allen Dingen am Ende mit der Verbindung mit dem Dark Oak Logs. Entrindeten. Sieht das schön aus. Ja, jetzt müssen wir halt bloß erstmal wieder viel ausgraben, aber oh ja, wie ich es immer sage, wir sind nicht auf der Flucht, wir sind im Tag 61. Ich will jetzt nicht hier wieder dastehen und nach 168 Tagen sterben, nur weil ich unvorsichtig im Neta war. Das muss nun auch nicht sein. Vielleicht setze ich auch den hier oben hin. Den Stamm, das weiß ich noch nicht ganz genau. Sollte mal hier durchgehen, ob wir alles aufgehoben haben, damit wir hier nichts verlieren. So. Aus der Aufwand raus. Jetzt müssen wir uns bitte ausräumen. Kommt das mal hier hin. Cleanst du noch? Kann auch das Eisenschwert jetzt rein. Und wir machen uns Kirschslaps. Einen ganzen Schwung. Insofern ich mich halt auch nicht verbaue, kriegen wir das auch relativ zügig hin. Aber ja, mit Kirschholz kann man auch schön arbeiten. So, hier in der Ecke scheint es noch dunkel zu sein, aber das werden wir dann am Ende mit Kürbislaternen gelösen. Hallo, ich will mich nicht so oft verbauen. Dankeschön. Aber das ist Minecraft, da darf man sich verbauen. Ja, aber wir wollen es halt nicht unbedingt die ganze Zeit machen. Denn das sind ja auch Ressourcen, die wir hier verbrauchen, die wir erfarmt haben. Ich glaube, das Kirschholz hat man relativ weit am Anfang erfarmt. So, dann machen wir jetzt noch den Kirschboden fertig rein und ist dann die Folge auch schon rum. Und dann gehen wir halt nochmal ganz kurz in den Schnetzelmodus, weil es sind jetzt schon wirklich Unmengen an Zombies hier drinnen. Oh, gut. Warte mal.
Ja, gut, wenn wir hier immer mal wieder rum, bitte chillen, mal was machen. Kriegen wir auch genügend Level. Bisschen was zu essen. Kriegen wir immer mal wieder. Und Rottenfleisch, das können wir vertraden. Oh ja, doch. So sehen wir wieder was. Also mir gefällt auch mit dem Kirschholz. Das ist ja dann eh hier zu. Wenn wir jetzt hier Birken noch als Decke nehmen und dann zwischendurch mal hier ein paar Kürbislaternen reinbringen. Weil mit die Laternen, die gecraftet werden aus den Fackeln, weiß ich nicht, wie es ausschauen würde. Das kann ich nicht sagen. Und halt Kürbisse hier im Boden reinbringen. Da müsste man dann mit Teppich hier arbeiten. Nee, den Fußboden will ich jetzt ungern verunstalten. Entweder gucken wir, dass wir hier mit den Kürbislaternen arbeiten oder sagen, wir machen Glowstone. Aber da brauchen wir halt Glowstone. So, und ich muss erstmal Schlafi-Schlaf machen. Ich überlege mir noch ein bisschen was. Auf jeden Fall können wir Birkenholz nehmen als Decke. Wir können ja mal nochmal spaßeshalber schauen. Wir machen jetzt bloß mal eine Dreier. Also eine Neuner Fläche. Wir haben hier Birkenplanken noch da. Oder wir haben hier 12. Machen wir mal 12. 1, 2, 3, 4. Mal nicht so viel abtragen. Na, sieht doch nicht so schön aus, wie erst gedacht. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich es mache. Ich überlege mir was. Ich sage an der Stelle: kommentieren, abonnieren, liken, macht gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit Wow.